Syntastische Löchen, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute verwandeln wir uns mal den Synte.exe-Geist in Minecraft. Und wenn es dir gefällt, Freunde, dann lass unbedingt jetzt, wirklich jetzt ein Like, da würde ich mich mega freuen. Hashtag Syntami, ab in die Kommentare und jetzt viel Spaß bei dem Video. Ach ja, Freunde, ich bin seit einigen Tagen, auf dem Weg, eine kleine Reise zu machen. Und zwar möchte ich heute mal einen guten Kollegen von früher besuchen, der leider verstorben ist, der Gambadanga. Und ja, dem möchte ich eben noch ein bisschen, ja, ein paar Blumen pflücken, dass eben sein Grab wieder ein bisschen schöner aussieht. Der ist damals von dem Haus geflogen und ich möchte ihn halt heute besuchen, aber ich finde, stand jetzt halt einfach keine Blumen. Deswegen dachte ich mir, komm, nehme ich euch mal mit und guck, was denn da eben so passiert. Da habe ich schon mal eine gelbe Blume gesehen, also schon mal gar nicht. Ja, so verkehrt würde ich es einfach jetzt mal darstellen. Hier nochmal eine Blume, eine gelbe. So ein bisschen Abwechslung wäre sicherlich nicht auch verkehrt. Und hier ist das Dorf, wo er eben begraben liegt, Freunde. Ja, es ist damals kaputt gegangen relativ. Einfach, weil damals hier im Krieg die ein oder andere Bombe liegen gelassen wurde, Freunde. Ganz klar, muss man so sagen, leider. Und da mussten auch einige Sachen, Häusern drunter leiden. Und ja, Freunde, und deswegen gucken wir einfach mal vorbei und schauen, wie sein Grab so aussieht, wie es ihm so geht und alles drum und dran. Hier liegt TNT, ob das normal ist, wage ich auch zu bezweifeln. Hier links ist der Friedhof, aber ich hole noch mal kurz ein paar Blümchen, dass es eben auch alles klappt, so, dass es optisch wirklich ganz okay aussieht. Das hat er sich nämlich auch verdient, das war ein herzensguter Mensch und so, und dann muss ich ganz kurz niesen, Freunde. Ach Gott, Leute, die Frühjahrsschnupfe. Die Pollenallergie, alles drum und dran, alles, was man nicht haben möchte, Freunde, ist vereint gerade bei mir. So, also, wir haben jetzt genug Blumen gesammelt, denke ich jetzt einfach mal. Und hier Erde, come on, hier gehen wir schnell hoch und jetzt schauen wir mal vorbei, Freunde. Da war ja gerade eben der Friedhof, der ist ja nicht weit, das sind 2, 3, 4 Blöckchen und da ist er, Freunde, wir gucken einfach mal. So, also, hier rechts ist es nicht, hier lag er, Freunde, hier lag er, warte mal. Hä, was passiert denn hier? Oh, Freunde, hä? Wo bin ich und warum sehe ich so komisch aus? Oh mein Gott, ich bin nicht ernsthaft Synte.exe, der böse Bruder von Synte. Obwohl Synte doch eigentlich mal so nett ist, aber irgendwie habe ich richtig das Verlangen, irgendwie böse Sachen zu tun gerade. Und erstmal den ganzen Leuten hier. Hier wohnen zwar nicht mal so viele Leute, wie ihr wisst, aber denen, die noch hier leben, einen ordentlichen Schrecken einzuspielen, indem ich ein bisschen Blut hinlegt, habe ich noch ein paar Sachen, Skelett, so ein paar Skelettköpfe, dass die sich mal ein bisschen hier ins Hemd machen, wenn die was sehen, hehe, Freunde, so, komm, überall Blut hin, komm, Freunde, oh mein Gott, ich fühle mich irgendwie richtig böse, Freunde, aber hab keine Angst mehr, zu der Synte-Army, da bin ich immer nett, egal wie böse ich bin, und wenn du noch nicht in der Synte-Army bist und es gerne sein wirst, dann musst du einfach nur, ja, meinen Kanal abonnieren und Hashtag Synte-Army in die Kommentare schreiben und das war's erstmal damit. Und jetzt, Freunde, sagt mir mal, was ich noch so für böse Sachen machen kann. Wie wär's, wenn ich ein bisschen mit, ja, dem ein oder anderen Stückchen TNT rumspiele? Ich glaube, das wäre auch eine ganz, ganz nette Sache. Wir gucken einfach mal, würde ich behaupten, Freunde. So, TNT legen wir hier hin. So, bam, Hebel, bam. Come on, Freunde, es geht richtig ab. Alter. Ja, die Stadt, die sieht schon ordentlich demoliert aus, ne? Aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr machen. Und zwar haben wir noch ein paar andere Sachen. Und zwar haben wir Feuerbälle. Und wollen wir diese Feuerbälle vielleicht mal ein bisschen schießen? Das geht ja alles, Freunde. Hier brennt es auch noch. Ich weiß nicht, wer hier gewütet hat. Ich war es auf jeden Fall nicht. Und wie gesagt, Freunde, ich als Synte.exe bin ja der Geist nur von dem Synte. Also, ich bin nicht der Echte. Der ist gerade irgendwie, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, im Koma, irgendwas, aber wir legen jetzt mal ganz kurz die Fire Charges da rein, so, stellen uns mal hier auf und dann, bam, okay, das war ein bisschen zu hoch, das war jetzt ein bisschen dumm, okay, das tut mir leid, das habe ich auch gemerkt, so, Dispenser, zack, und jetzt den Hebel wieder dran und bam, ja, Freunde, es brennt doch schon mal, jetzt machen wir hier nochmal einen hin. So, und jetzt, es... Hä, warum geht das nicht? Liegt das an einem anderen Hebel, dass der da dran ist? So? Ja, jetzt, Freunde, bam! Hehe, jetzt brennt es hier ordentlich richtig geil. Komm, Freunde.
Das war's schon. Ich habe ein paar rausgemacht. So, bam, alter Freund, das eskaliert hier ja komplett. Wir sagen, geh nochmal ein bisschen hier hin, schieß nochmal da ein bisschen mit dem Zeug rum. So, bam, Fire Charge und jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's. Sheesh, Freunde, herrlich. Dann machen wir doch direkt weiter und lass uns da nicht lumpen. Und den verbinden wir hier auch direkt noch. Und jetzt bam, 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 bam. Doppelte Action. Oh mein Gott, ich drehe mich mal gleich um, guck, wie es aussieht. Wir machen jetzt noch so, so 10, 15 Schüsse und dann drehen wir uns um und gucken uns das gleich mal an. Ich hoffe, ja, das ist nicht so schlecht. Das ist so 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt drehen wir uns um. Alter Freunde, wir haben hier ernsthaft alles wegbekommen. Das ist ja mal unglaublich. Und da lass mich doch nicht lumpen und mach direkt weiter. Nee, komm. Ich glaube, dieses Haus hat ja jetzt genug abbekommen, wenn man das so sagen darf. Und wir suchen uns mal ein anderes, Alter, Freunde. Wer auch immer hier wohnt, tut mir richtig leid. Aber irgendwie habe ich halt den Drang, Freunde, dazu. Es tut mir echt leid, aber das Böse ist in mir, Freunde. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein bisschen Holz, dass das ganze Ding hier wirklich abfackelt. Hundertprozentig, dass jeder weiß. Sünze.exe Geist. War hier, Freunde. Und der hat hier für ordentlich, ja, Rambule, Randale, Lautern holt die Schale gesorgt, ne? So. Und dieses Haus, man, das sieht auch wüst aus. Deswegen bekommt dieses Häuschen jetzt auch mal ordentlich. Aber mit ordentlich kennt ihr mich, Freunde, ordentlich sein Fett weg. Und zwar, warte mal, bis das TNT sich von automatisch hier anzündet. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon passiert. Und? Ja, also, ich würde mal sagen, es ist gar nicht so verkehrt. Dann legen wir noch ein bisschen hier hin und gucken jetzt einfach mal. Wir machen hier Feuer hin und warten einfach mal, bis es dazu kommt, dass es sich automatisch anzündet, Freunde. Das werden wir ja sehen. Okay, mal gucken. Und da zündet doch schon was, Freunde. Bam. Also, ich würde sagen, Freunde, es sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Und gibt es sonst noch irgendwas, was wir hier so machen können? Eigentlich das Haus noch hier, Freunde. So, ah, aua, ah, was ist passiert? Es wird langsam dunkel. Ich habe so einen richtigen... Ah, so, Freunde, so ein Stechen im Bauch. Oh, wisst ihr, was ich meine? Irgendwie tut es mir richtig weh. Ah, warte, ich will dieses Haus anzünden. Irgendwas drückt mich weg, Freunde, von hier. Ah, was ist das? Ey, Freunde. Oh mein Gott, warte. Kriegen wir es noch hin? Alter, Freunde, wir werden richtig weggezogen hier. Hä? Was ist denn... Das, ich will das nicht. Oh mein Gott, Freunde. Aua. Mich zieht's irgendwie zum Friedhof wieder. Freunde. Aua. Aber was wollt ihr denn? Ich will nicht zurück. Oh mein Gott, Freunde, ich muss mich hinlegen. Und vielleicht einfach meine Augen schließen. Es fühlt sich irgendwie so gut an. Puh. Oh Gott. Freunde, es tut mir leid. Doch nicht so leicht, ich bin Sünde.exe. Denkt ihr, ich gebe so schnell auf, Freunde? Ich... Oh, komm jetzt, komm, komm, komm mehr. Aber es zieht mich... Komm, das ziehen wir noch ab und... Na, komm doch, geh doch an. Alter, Freunde. Nein, ich will nicht gehen. Komm jetzt mit. Irgendwie zünde dich an. Geh irgendwie, mach was. Aber lass mich nicht... Oh. Freunde, irgendwie muss ich das doch anzünden. Oh Gott, ja. Komm, mehr TNT, schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, weg, Freunde, weg, 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 weg. Hier, ich glaube, hier zieht es uns erstmal nicht nach hinten. Oh mein Gott, Freunde. Puh, ganz kurz tief Luft. Ich glaube, es hat aufgehört. Ich glaube, es hat aufgehört, aber ich kann es noch nicht sagen. Puh, ihr hört, Leute, ich muss gerade richtig Luft schnappen, aber es kommt wieder. Weg, so viel es geht noch, Freunde, solange ich noch kann. Komm, schnell mehr TNT. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Freunde. Nee, mein Kopf. Freunde, ich kann nicht mehr, es tut mir leid. Der Friedhof zieht mich zu sich. Wirklich, ich kann nicht mehr, Freunde. Es tut mir leid. Ich muss meine Augen zumachen. So, Leute, das war's mit dem heutigen Video. Und wenn es dir gefallen, würde ich mich mega freuen, wenn du ein Like da lassen würdest. Ich hoffe, der böse Sünde.exe-Geist hat dir nicht genug Angst gemacht. Sondern der ist immer noch ganz nett. Wir wissen, der lieben Sünde-Army. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Und ciao.